Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Ravenhurst. Und ich dachte, der Gefangene greift mich an, aber war dem nicht so. Gut, der Händler ist mir ein bisschen weit weg, um da regelmäßig hinzulatschen. Deswegen werden wir das mal lassen. Aber hier haben wir noch ein paar Eier. Stimmt, wir haben eine Handgranate. Nee, ich mach das nicht. Da spreng ich mich noch selber in die Luft. So, hier gibt es nämlich eine Quest, die haben wir ja von denen angenommen. Das war ein Dings und wir sollen Activate Rally Point. Kill some Zombie Soldier. Haben wir denn genügend Pfeile? Und wir haben Granaten. Na, Party on würde ich sagen, oder? Okay. Sind da noch mehr? Nee. Oh, die fallen ja überhaupt nicht so weit. Hä, kann er die nicht werfen oder was? Oh. Wieso gehen die nicht hoch? Ah, super. Muss ich doch mit Pfeilen arbeiten. Ich hoffe nicht, dass die Granaten hochgehen. Wenn ich jetzt hier drüber laufe, ich glaube, ich bleibe mal lieber da aus dem Schuss. Ganz schön stabil, die Kerle, ne? Mist. Talk to the Trader. Wie, talk to the Trader? Wieder zurück? Mist. Was ist denn? So, gib mir erstmal meine Pfeile wieder, ihr Kerle. Wie talk to the trader? Zu welchem Trader denn? Hä? Hä, welcher Trader denn bitte? Hm? Zu dem Trader hier hinter wieder. Wieder zurück. Na gut, ich meine, das muss sich ja irgendwie lohnen, ne? Das ist ja doof. Da hat er keine Energie. Weg ist er. Gab es jetzt Punkte, dass ich den Strafgefangenen da... ...gekillt habe? Minyas Bounty Hunter. Na, super. Ich dachte da nach Hause. Blöde Händlerquest.
Naja. Da muss ich jetzt die Belohnung aber auch irgendwie rentieren, gell? Ich habe 5 Granaten versemmelt. Wahrscheinlich, weil ich den Stift nicht gezogen habe. Muss man bei den Granaten echt einen Stift ziehen? Gute Frage, ne? Genau, jetzt kriege ich 10 Pfeile geschenkt. So, haben wir denn irgendwas gelootet? Mal trinken. Also ich habe die erste Granate, die ich geworfen habe, wusste ich nicht, mit welcher Taste ich praktisch die werfen muss. Und dann habe ich einmal rechts geklickt. Vielleicht muss ich doch irgendwie erst rechts klicken, dann links oder irgendwie sowas in der Art. Ach, weißt du was? Lass mir die Ruhe. Ja, knurr da rum. Ich will diese blöde Quest hier abschließen. So, dann können wir das scrappen. Ich glaube, den Teil müssen wir durch den Wald durch. Ging es da irgendwie anders? Ich glaube nicht, Tim, ne? Aber insgesamt muss ich sagen, lohnt sich die Map hier und der Seed auf jeden Fall. Serendipity ist der Seed, alles klein geschrieben. Wird auch in der Videobeschreibung stehen. Also wenn ihr da irgendwo am Anfang schaut, sollte der Seed eigentlich da drin stehen. Muss ich nur dran denken, wenn ich das hochlade, dass ich es auch drunter schreibe. Hier ist wieder Asylum, die Irrenanstalt. Eigentlich wollte ich ja das Gelatsche euch ersparen. Weißt du was, ich hätte die Quest auf dem Hinweg machen sollen. Habe ich aber auch nicht dran gedacht, dass das auf dem Hinweg liegt. Ne? Hätte ich mir dieses Hin- und Herlatschen sparen können. Mann, Achim. Da. Jetzt bin ich doch wieder schneller da, als ich es wollte. Ja, früher war der heiße Shit in Sachen Seeds, war ja Zombie-Zicken. Und jetzt ist Serendipity. Habe ich Gläser dabei? Habe ich nicht, nee. So. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na super, jetzt bin ich gleich durchnässt und verfroren. Ich bin begeistert. Na komm. Ich dachte schon, hier wäre zu. Guten Tag, ich war noch nie hier. Mann, ist das spannend, bei Ihnen zu sein. So, und das war's. Jetzt habe ich gerade diese paar Münzen gekriegt, oder was? Ja, lass mich in Ruhe. Ich hau wieder ab. Naja, du mich auch. Ist hier was Besonderes? Nee. Na, das ist ja toll. Da haben wir diese Quest bekommen und 322 Münzen gekriegt. Der Händler kann mich auch mal. Ich latsche hier quer durch den Wald und... was haben wir denn? 88 Federn. Wir brauchen Arrowheads. Warte mal, da werden wir kurz mal, wenn wir laufen, die Arrowheads ansetzen. Und zwar 50. Und hier machen wir die Sticks draus. Maximal
So. Und dann geht's ab nach Hause. Nur noch ein paar Pfeile machen. Na toll, ey. Schade, dass es keinen Händler gibt, der mehr in der Nähe ist. Dass es nur den wirklich gibt. Weil das ist mir echt ein bisschen weit. 2 Kilometer Entfernung. Schon echt übel. Hier stehen überall Kreuze im Wald. Ich finde es irgendwie... Bald rennen noch Zombies rum hier oder so. Wäre auch nicht so schön. Kann man die eigentlich looten, die Kreuze? Warte mal, Orientierung verloren. Vor allem will ich aus dem Wald raus. Ziemlich nur überladen. Stone Arrow. Wieso kann ich nur 32 machen? Weil ich nicht genügend Holz habe, ne? Oh, ist hier ein Weg? Oh, hier ist ein Weg. Das geht auch viel schneller als hier durch den zähen Schnee. Hä, bin ich von hier drüber entlang gelaufen? Ah, okay, I see. So, schade, dass wir noch nicht den nächsten Bogen machen können. Wir müssen unbedingt in der Stadt müssen wir eine Werkbank finden. Das wäre super. Oder wir müssen so weit skillen, dass wir halt die Werkbank selber bauen können. Ach, das war wieder so eine Fake-Leiche. Überladen. Jetzt nicht mehr. So, bald sind wir wieder raus aus dem Kaltgebiet. Ja, das war auch wirklich eine gute Entscheidung, muss ich sagen, dass ich da nochmal neu gestartet habe. Meine Neustarts sind immer schwierig, weil man halt dann wieder von vorne anfängt, wieder keinen Progress hat. Aber wenn ich mir angucke, wie tolles Gebiet wir hier gefunden haben, auch wenn jetzt der Händler ein bisschen weit weg ist, finde ich, hat sich der Neustart auf jeden Fall gelohnt. Diese komischen Leichen, die sind irgendwie strange, wenn sie da am Boden liegen. Oh, warte mal. Um den muss ich mich kümmern, sonst kümmert er sich um mich, nämlich... Guten Tag. Ja. Was noch Heuballen. Guck mal hier, ein Fastfoodladen nach dem anderen. The Beer Den. Oh. Welch nette Erinnerungen. Und Special Toys. Was sind denn Special Toys? Toys for Boys oder wie? Ja, ist gut. So, mal ganz kurz auf die Karte gucken. Nee. Wir müssen wirklich leider hier querfeld einlaufen und die Zeit überbrücken. Thank you.
Oh ja, das dauert, ey Mann. Dieser Weg wird kein leichter sein. Bisschen Holz mitnehmen, aber wir können noch hier Recipe, Sticks, Recipe, Arrowshafts. Unterwegs wenigstens was Sinnvolles machen mit unserer Zeit. 3, 2, 1 und go. Naja, immerhin nochmal 50 Pfeile craften. Gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt ein paar ordentliche Satz Federn bekommen. Somit haben wir ein paar Pfeile. Das ist ja für unsere Klasse auf jeden Fall auch wichtig, dass wir ohne Ende Pfeile haben. Weil wir dadurch ja skillen. Allerdings, wenn wir jetzt nicht den Kombonbau herstellen können, ist es natürlich auch blöd, ne? Weil dann skillen wir nicht weiter oder kommen in unserer Klasse selber nicht weiter. Skillen werden wir schon. Aber wir kommen in unserer Klasse selber nicht weiter. Also in der Waffenart, sagen wir mal so. Ruhige dich. So, ist gut. Aber ich finde die Map wirklich schön, muss man sagen. Guten Tag. Ah, nochmal so ein Bekloppter hier. Ah, solange der mich nicht angreift. Ich weiß nicht, was diese Gefangenen sollen. Ob sie einfach eine zusätzliche Gefahr sein sollen im Vergleich zu den normalen Zombies oder ob das später nochmal irgendwie einen Sinn hat. Das ist eine gute Frage. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Wir sind daheim, daheme. Da ist noch so ein Gefangener. Das hier ist dieses, ne, ich nenne es Autohaus, das ist ja gar nicht wirklich ein Autohaus. Dann würde ich sagen, laden wir ab und gehen nochmal in die Kirche. Nicht das. Da sind Eier gespawnt. Oh, fängt an zu regnen. Es wurde eben auf... What? What? Was ist denn hier passiert? Ist da einmal den Chunk verlassen, wächst die Erde aus dem Boden oder wie? Benzin können wir gebrauchen, ne? Hä? Hier hat sich doch irgendwie der Boden angehoben, oder? Wie kann denn das passieren? Sticks. Okay. Was, man kann da einen Frame draufsetzen? Habe ich einen Frame? Habe ich. Was ist denn das? Das ist ja interessant. What? Und da vorne auch? Tatsächlich. Das kannte ich ja noch nicht. Bin ich auf einer tektonischen Platte oder wie? So. Ach, gucke hier. Mein kleiner ungewollter Garten.
Gut. Schrauben. Haben wir denn irgendwo Batterien? Da haben wir Batterien. Ich brauche unbedingt, wir brauchen unbedingt anständige Kisten, dass wir hier, haben wir nicht Punkte gekriegt zwischenzeitlich? Lass mich kurz mal gucken. 5 Punkte, na Wahnsinn, more room. So. Können wir dann nicht hier mal ein bisschen... Das ist aber auch ein Krach da unten, oder? Ich sortiere mich jetzt erstmal hier ein. Ich weiß, dass in anderen Kisten auch noch von dem Kram ist. Aber ich will erstmal alles loswerden. Ich glaube, die Eier hatten wir hier. Da ist auch noch ein Terminator-Plakat. Haben wir hier noch Platz? Haben wir nicht. Das brauchen wir aber, das müssen wir mitnehmen. Und hier vorne haben wir auch keinen Platz mehr. Da haben wir aber noch Gurkensamen. Oh, warte mal. Da, genau, da muss ich ja irgendwas mit craften mit den Kerlen hier. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Natürlich haben wir keinen Platz, weil wir eigentlich Kisten bräuchten. Wo sind die Scharniere, verdammt? Nägel haben wir dann hier reingemüllt. Chest. Ach, wir haben kein Holz. Es ist... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was crafte ich gerade? Ich hoffe, ich habe jetzt gecraftet. Ja, von wegen, ich gehe nochmal in die Kirche in dieser Folge. Ich brauche jetzt erstmal Platz mit Kisten. Hallo, da kommt ja eine Party. Na, ihr? Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mit Pfeil und Bogen schießen, skillen wir auch ein bisschen das Bogenschießen. Und somit haben wir ja auch ein bisschen was davon. Auch wenn wir jetzt damit nicht weiter skillen können. So, ich brauche irgendwo ja Benzin. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Wrench, dass wir so ein Auto auseinanderbasteln können. Dann kriegen wir auf jeden Fall Benzin oder eine Tanke. Aber in der Stadt wird es bestimmt irgendwo eine Tanke finden. Dung. Okay. Ja, dann können wir auch mal gucken, dass wir die anderen Quests weitermachen. Wir haben ja noch ein paar auch gestartet jetzt. Ich glaube, da müssen wir einen Drying Rack müssen wir machen. Puh, noch viele andere Dinge. Und wir müssen, glaube ich, auch einen Dachgarten anlegen. Das können wir dann direkt hier auf dem Ding machen. Bis wir in die Kirche einziehen, wird es wahrscheinlich dauern. Wahrscheinlich werden wir die erste Nacht hier auf dem... hier auf dem Gebäude hier verbringen. So, jetzt hauen wir erstmal den Baum um, dass wir genügend Holz haben. Dann gucken wir nochmal, was wir eventuell noch an Quest abschließen können. So. Gut. Chest. Ja. Secure Storage Chest. 2 Stück. Die Horde-Nacht werden wir hier auf dem Dach verbringen. Weil bis wir soweit sind, dass wir den Turm da drüben sicher haben und dann umgezogen sind, ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
So. Dann würde ich sagen, hier eine hin, da eine hin. Und dann werden wir erstmal hier Lebensmittel rausziehen. So, das gehört ja im gröbsten so dazu. Und dann werden wir den Rest umsortieren. Oh, das passt nicht alles. Oh, oh Gott! Oh Gott, super langsam! Eieiei! Eieiei! Ich glaube, wir machen hier mal, wir machen die Papiere machen wir zum Essen rein, weil so viel haben wir jetzt nicht, wir haben nicht mehr Kisten. Also im Moment bin ich noch nicht davon überzeugt, dass wir den Kram jemals brauchen. Aber das werden wir dann ja sehen. Ne? Wir haben sogar schon zwei Schraubendreher, sehe ich gerade. Das gehört ja auch zum Essen so ein bisschen. Unten machen sie wieder Randale. Gut, und der Rest hier rein. Oh, warte mal. Das muss zum Essen. Cross Fragments machen wir auch drüben rein. Die machen wir rein. Patronen brauchen wir auch nicht. Scharniere und Nägel brauchen wir erstmal nicht. Ups, das kommt drüben rein. Den Bogen wollte ich aufheben, ne? Säul kommt drüben rein. So. Achso, die Papers. Damit müssen wir noch craften, wenn wir den Kram haben. Machen wir mal separat. Okay, wir haben alles leer. Das ist gut. Das ist sehr gut. Perfekt. Das Poster hier noch rein. Das sind die Knowledge Points. Guck mal, jetzt haben wir doch in zwei Kisten alles, was wir brauchen. Die Knochen kommen da noch rein. Das Journal kommt hier noch rein. Und das da noch. Ja, sehr schön. So, und die Schaufeln können wir auch hier reinmachen. So, da sind wir durchsortiert. Und, ja. Haben noch ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall haben wir das hier schon mal fertig. Die können wir jetzt noch abschlagen. Komm, das mache ich noch schnell. Dann können wir nämlich ein bisschen aufräumen. Wobei ich einen Müllbeutel da stehen lassen könnte, um so mich reinzumüllen. Aber das kann ich auch in die anderen Kisten. So, das müsste nämlich ausstecken. Sehr, sehr nice. Einmal durchgewischt, einmal aufgeräumt. Der Weihnachtsbaum steht noch. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss.